Hallo und willkommen zurück hier bei Let's Play Resident Evil. Es ist schon so fucking lange her, dass ich aufgenommen habe. Ich muss mich erstmal wieder mit allem ein bisschen zurechtfinden. Ich habe jetzt diesen Schlüssel hier geholt. Der war ja dahinter. Nee, ich wollte den nicht verwenden. Ich wollte mir den anschauen, prüfen. Was ist da drauf? Ein Schild. Okay, also können wir jetzt damit theoretisch diese Schildtüren öffnen. Okay. Ja, machen wir das einfach mal. Aber erstmal schauen wir uns an, was er noch so zu sagen hat. Eben hatte er die Augen offen, jetzt plötzlich pennt er wieder. Macht Sinn. Jetzt hat er wieder die Augen offen, es ist so cringy. Okay, ich schaue noch einmal kurz in die Kiste, ob ich irgendwas übersehen oder vergessen habe. Das Gewehr haben wir da, wir haben noch einen alten Schlüssel. Das kann ich eh wegpacken und den alten Schlüssel nehme ich mit, würde ich sagen. So. Wir haben doch noch ordentlich Gewehrmunition. Ich überlege gerade. Aber nee, ich glaube 15 war das Maximale, ne? Genau. So. Dann raus hier. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, gab es nicht oben eine Schildtür? Ich gucke einmal kurz auf die Map. Ich habe echt keine Ahnung, wo die Türen hierfür sind. Also, überhaupt keine Ahnung. Dementsprechend muss ich das jetzt irgendwie herausfinden. Ich habe auch schon wieder ein paar Tage nicht mehr aufgenommen. Das bedeutet, ich weiß nicht mehr ganz so viel. Und werde hoffentlich nicht sterben. Das ist der Plan jetzt. War oben eine Schildtür oder war das Helm? Ich weiß es gar nicht. Was ist das? Sie ist von der anderen Seite verschlossen, alles klar. Du blödes Miststück. Es ist unglaublich. Könntest du eventuell... Ja, danke für nichts. Also, dann wirst du halt jetzt gefressen. Wenn du das so möchtest. Ja, ungünstig jetzt. Ich wollte noch einmal gucken, was mit diesem zweiten Ding ist. Spielladen. Medizinischer Lagerraum, genau. Boah, es ist so nervig. Besiegen Sie die Angst und überleben Sie. Also Angst habe ich jetzt nicht. Ich bin manchmal eher ein bisschen abgefuckt. So würde ich das eher beschreiben. So, du kommst jetzt in diese Kiste. Ich probiere es einfach einmal kurz, wenn ich das hier nehme. Ich frage mich immer noch, was hiermit ist. Irgendwas wird damit doch irgendwann mal sein. Hier haben wir Gewehrmunition. Und dieses Windwappen habe ich ja auch noch. Und es gibt auch diesen komischen Raum mit diesen komischen Farben. Das werde ich niemals verstehen. 6, okay. Ich überlege gerade, soll ich vielleicht erstmal damit losziehen? So, das Messer, das trage ich die ganze Zeit mit mir rum. Aber ich benutze es kein einziges Mal. So, es ist für mich ehrlich gesagt echt so ein bisschen unnötig. Klingt fies, ist jetzt aber leider so. Ja. Dann machen wir es jetzt halt auf die harte Tour. Stimmt, was ich noch kurz ausprobieren wollte, das hier. Okay, wir haben auch keine Granate mehr, dann hat sich das erledigt. Übrigens, sorry, wenn irgendwelche Leute getriggert sind, einfach nur weil das letztens die Acid geschrieben hatte. Mit dem Mauszeiger, dass der immer im Bild ist, ich krieg den nicht weg. Also ich habe schon versucht, den irgendwie auszublenden in der Aufnahme, aber es funktioniert leider nicht. Das Programm unterstützt diese Möglichkeit nicht mehr. Und ich weiß auch nicht, ob das funktionieren würde, weil der ja im Spiel mehr oder weniger genutzt wird, um zu interagieren. So, das ist Deutsch. Da lang und da lang. Du Miststück. Nein. Steh nicht mehr auf, du Bitch.
Okay, er blutet. Perfekt. Jetzt bin ich glücklich. So, auf Wiedersehen. Hier lang und hier lang und hier lang und hier lang. Ich glaube, oben war Helm, oder? Oder war oben Schild? Ich weiß es nicht. Wir werden auf jeden Fall eine ganze Menge suchen müssen. Ich hätte mir am Anfang echt, glaube ich, so eine irgendwie die Karte ausdrucken sollen und mir das dann da alles markieren sollen. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so dumm gewesen. Da lang und hier lang und dadurch. Die Tür ist verschlossen, Helmsymbol, genau. So, hier lang und dadurch. Boah, es ist diese Steuerung, die ist halt wirklich so das Schlimmste in dem Spiel. Auch, dass er immer so ein kleines Stück nach links läuft. Das triggert einfach. So, wo komme ich jetzt nochmal raus? Ich weiß das alles schon gar nicht mehr. Okay. Ich hoffe, die Viecher greifen mich jetzt nicht instant an, wenn ich die nicht unbedingt anschieße. Könntest du bitte da lang gehen? Da lang. Du darfst auch gern durchgehen, ist jetzt nicht so das Problem. Ich überlege jetzt gerade, unten die Tür eventuell... Shit! Ich schieße irgendwie immer einmal zu oft. Das ist ein kleines bisschen nervig, aber sicher ist sicher und die Viecher sind einfach so nervig. So. Bisher konnte ich den Schlüssel halt noch nirgendwo benutzen. Das ist schon so ein bisschen Abfuck. Wo könnte es so eine Tür gegeben haben? Ich muss erst auch erstmal überlegen. Das hier kombiniere ich erstmal jetzt damit. Dann ist das weg. Eventuell die Tür da. Helmsymbol. Okay, ja, dann müssen wir jetzt suchen. Also... Eine andere Möglichkeit sehe ich da jetzt nicht. Wir könnten halt auch noch auf die Karte gucken, aber wir können auch einfach hier durchgehen. Erstmal den Bereich ablaufen und so. Was mir halt gerade auch auffällt, wir haben jetzt dieses eine Symbol. Könnten wir das eventuell auf dem einen Balkon einsetzen? Wenn ich nur... Obwohl doch, ich weiß wo, ungefähr, wo der ist. Wir laufen hier trotzdem erstmal durch und schauen einmal. Dass der immer nach links läuft, das ist so nervig. Auf diesen Balkon möchte ich ehrlich gesagt erstmal nicht mehr. Auf Wiedersehen. Ich glaube, es ist gerade schlauer, den mit der Pistole kalt zu machen. Okay, der blutet schon. Okay. Das hat funktioniert. Ein Wunder. Oh nein, die Munition geht halt echt schon wieder zu Ende. Schiete. Da war die Schrotflinte. Ich glaube nicht, dass es da noch irgendwas gibt. Vielleicht ist es auch dieses komische Wappen der Familie. Ich glaube eher nicht. Hier geht's zu diesem Ding. Boah, ich habe echt keinen Plan. Hier war dieser komische Kackraum, ne? Den schauen wir uns noch einmal an, aber ich werde da jetzt nichts mehr drücken. Ich habe keinen Bock, wieder zu sterben oder verletzt zu werden. Sagt der dazu irgendwas? Der Titel lautet, bringe das wahre Licht zu den drei Geistern.
Boah, diesen Raum verstehe ich nicht. Ganz ehrlich, der macht in meinen Augen so wenig Sinn. Ich überlege halt noch, ob es noch irgendwo verschlossene Türen gibt. Aber wenn wir schon mal hier sind. Laufe ich einmal kurz hier lang und gucke, ob das überhaupt passen könnte. Das passt da, glaube ich, wirklich rein. Das könnte da wirklich reinpassen. Da lang und dadurch. Genau. Ich bin übrigens auch die ganze Zeit wieder am Trinken. Es wird halt schon wieder... Nein. Wo kam der denn her? Ich hoffe, der folgt mir nicht durch diese Tür. Irgendwas wollte ich noch sagen, aber ich weiß schon gar nicht mehr was. Fällt mir bestimmt später wieder ein. Okay, ich würde sagen, wir holen dieses Ding einfach mal. Ja, es hat halt exakt die Form. Also, das wird da, denke ich mal, reinpassen. So. Hier gab es am Ende, glaube ich, auch noch eine Tür, die verschlossen war. Ich gucke einmal kurz auf die Map. Diese hier. Ich weiß halt echt nicht, wo überhaupt dieses Ding, dieser Schlüssel zum Einsatz kommen könnte, deshalb... Ja, müssen wir einfach mal spontan gucken. Helmsymbol, ja, hier ist es auch nicht. Okay. Ja, ich weiß immer noch nicht, ob wir wirklich diesen leeren Zettel übers Feuer halten müssen. Es gibt ja irgendwie so einen Trick, wenn man mit irgendwas auf so ein Papier schreibt, dann kann man das nur lesen, wenn man es übers Feuer hält. Unten durch kommen wir sowieso nicht mehr. In diesem Raum da haben wir das Rätsel gelöst. Und dieser Raum da an der Seite ist, glaube ich, jetzt auch relativ unnötig geworden. Ich weiß nicht, gab es hier sonst noch irgendwelche verschlossenen Türen? Das Rätsel haben wir schon gelöst. Schau einmal wieder kurz auf die Map. Da ist noch eine Tür. Geht's vielleicht mit dem Schlüssel da durch? Es kann ja nicht überall nur Helm sein. Irgendwo muss es ja jetzt auch Rüstung bzw. whatever das ist geben. Vielleicht funktioniert das ja. So, das war diese Tür. Sie haben den Schlüssel für das Haus verwendet. Sie brauchen diesen Schlüssel nicht mehr. Ablegen, ja toll. Och, nervig. Wo bin ich hier? Oh. I'm out, bitches. Wo ist die Tür? I'm out. Ich bin sowas von out. Gab's da noch mehr drin? Ja, dadurch verringern sich unsere Möglichkeiten jetzt so ein bisschen. Alter. Also, ernsthaft jetzt. Moment, es ist, glaube ich, schlauer, hier lang zu gehen. Obwohl, wir haben jetzt das Ding mitgenommen. Das heißt, es ist komplett egal. Immerhin habe ich die Maske gefunden. Das war das Einzige, was ich da auf die Schnelle gefunden habe. Kann man diese Schlange wohl umbringen? Das werde ich erst ausprobieren, wenn ich irgendwann mal gespeichert habe. Also,
Da bin ich ja sowas von raus. Also, ich glaube, ich könnte nicht mehr raus sein, als ich jetzt raus war. Also, I'm out, bitches. Auf Wiedersehen. Das ist doch nicht deren Ernst. Wie fett diese Schlange war. Die hätte mich halt instant sofort umgebracht, wenn ich nicht weggelaufen wäre. Ich habe doch jetzt das Ding mitgenommen, oder? Ja, perfekt. Also, ich bin sowas von raus. Ich glaube, ich könnte nicht mehr raus sein, als ich jetzt raus bin. Ich habe übrigens immer noch das Gefühl, dass ich diese Masken diesen Leuten da auf dem Friedhof einsetzen muss. Kann das sein? Ich weiß nicht mal, wie viele das waren und wie viele Masken ich dafür brauche. Aber hey. Ich meine, wenn wir uns die Maske mal anschauen. Diese Maske, prüfen. Eine Todesmaske ohne Nase. Und unten waren halt Figuren, die halt mal keine Nase hatten und mal irgendwas anderes nicht. Ja. Deshalb denke ich mal, wir müssen die da irgendwie diesen Dingern aufsetzen. Also, aber da oben, da bin ich ja sowas von raus. Also, ich glaube, ich könnte nicht irgendwie mehr raus sein, als ich da raus bin. Also, ja. Ich weiß nicht, wie viele Masken haben wir denn jetzt? Das sollte ich eventuell gleich auch mal nachschauen und vielleicht schon mal versuchen, die einzusetzen. Oder denen die auf die Fresse zu hauen. Da lang. Boah, diese Kamera-Dings, ne? Die ist echt furchtbar. Uch. So. Nein, du blödes Miststück. Okay. Okay. Alright. Warnung. Oh, oh. Kombinieren damit. Ich hoffe, ich finde irgendwo ein Kräuterle. Das fände ich günstig. So. Funktioniert das? Bitte funktionieren. Eine andere Idee habe ich nicht mehr. Das brauchen sie jetzt nicht. Hä? WTF? Als ob. Ernsthaft nicht. Lol. Okay. Das macht unsere Möglichkeiten ein ganzes Stück kleiner. Ich war mir eigentlich fast 100% sicher, dass das passen würde. Ja. Ich will halt nicht nochmal zu dieser Schlange gehen. So viel Munition habe ich gar nicht. So. Ich würde sagen, das Ding packen wir dann wieder weg. Ich nehme mir noch ein paar Masken und laufe nochmal kurz nach unten. Vielleicht habe ich ja schon genug. Ich bezweifle es, aber, wie viele braucht man denn? Ich will einmal gern, habe ich nur ein normales Kraut, das sollte ausreichen. Und noch eine Todesmaske. So, ich schaue einmal ganz kurz, dass ich das verwende. So, habe ich hier jetzt noch irgendwo mehr davon? WTF, wie viel kann ich denn bitte hier reinpacken? Das ist doch nicht normal. Ja, in dieser Folge laufen wir dann noch schnell zum Friedhof. Ich versuche denen das aufzusetzen, aber ich glaube, dass es da mehr als 3 Figuren gab. Also. Ja, ansonsten muss ich wieder offscreen ein bisschen rumlaufen, einfach weitersuchen. Irgendwann klappt es dann ja meistens. Aber jetzt, ich habe echt keine Ahnung mehr. Ich bin eigentlich voll davon ausgegangen, dass das funktioniert. Und jetzt wurde ich so bitter enttäuscht. Es war halt eigentlich fast, es war fast dieselbe Form. Ich mache die Folge halt jetzt auch für den Fall,
dass es halt mehr als drei waren, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr als drei waren, mache ich die Folge jetzt einfach ein bisschen länger, damit ich jetzt nicht wieder eine Folge habe, wo ich die ganze Zeit nur verwirrt herumlaufe. Das waren halt safe mehr als drei. Es sind vier. Geil. Eine Steinstatue mit Loch anstatt der Stelle, anstatt einem Auge. Habe ich sowas? Lol. Augen, Nase und Mund. Ich bin mir nicht sicher, ob ich will, dass das Ding da runterkommt. Was habe ich denn als letztes noch? Ja gut, eine fehlt jetzt noch. Ja gut, ich werde mich jetzt noch weiter umschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann weiß ich hoffentlich ungefähr, was zu tun ist und bin nicht mehr ganz so verwirrt. Ich werde halt auch nochmal rumlaufen und mir diese ganzen, ja, da gerade bei dieser, in diesem Raum neben der Bar da, da war ja auch, wo dieses, wo dieser ganz kleine Raum war mit dem Tiger und so, da gab es ja auch noch irgendwas, da konnte man noch irgendwas einsetzen. Ich habe keine Ahnung, ob wir dafür noch irgendwas finden, aber ja. Ich werde mich weiter umsehen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin!